Habt ihr mir nicht zugehört, Freund? Aber doch natürlich. Doch, jetzt, da wir versuchen, es mit Gift zu tun, ist doch die viel interessantere Frage, welches Gift nehmen wir, wo kriegen wir es her und wie wenden wir es am besten an? Nun, wenn wir vor Maraskan liegen, kann man sicherlich auch einige Naturgifte direkt aus den Pflanzen oder aus den Tieren extrahieren, wobei ich dort eher auf die Pflanzen zurückkommen wollen würde, da ja, Flora und Fauna ist so oder so unglaublich giftig. So sehr viel Erfahrung in Maraskan habe ich nicht. Ich habe auch nur Schauergeschichten darüber gehört. Wie viel Erfahrung habt ihr mit Giften überhaupt? Einige. Woher habt ihr diese? Nun, zu dem Studium in Festum gehört selbstverständlich eine herausragende Ausbildung im alchemistischen Tätigkeiten. Wir sind sehr stolz darauf. Dort lernt ihr es, Gifte zu bauen. Wir lernen vieles. Wie ich es verstanden habe, wir besitzen natürlich einige Alchemisten in unseren Diensten. Ist es immer nützlich zu wissen, wie man Gifte herstellt, um auch Gegengifte herzustellen? Genau das meine ich. Weil, wenn man nicht weiß, womit man es zu tun hat, wie sollte man dagegen arbeiten können? Und viele Heilmittel sind doch nichts anderes als leichte Gifte, die aber nicht den Körper angreifen. So verstehe ich das zumindest. Seht ihr, Kollegos, man darf sich den Fähigkeiten, die uns hier sind, die gibt, nicht verschließen. Dieser Meinung bin ich zwar nicht. Wissen ist gefährlich. Es gehört in die richtigen Hände. Und dann seid ihr zum Magus geworden? Es gibt Wissen, das verborgen ist, und es gibt Wissen, das verboten ist. Und ihr strebt nach beidem, nicht wahr? Nun, ich denke, dieses Gespräch sollten wir nicht weiter vertiefen. Das verborgene Wissen lohnt sich doch immer, dem nachzugehen, oder? Nein. Es ist verborgen, weil es Preis verborgen hat und Herr Sinn es nicht aufgedeckt hat. Deswegen ist es verborgen. Ich denke, es ist verborgen, weil uns Nandus einige Rätsel auf den Weg gegeben hat, die es sich lohnt zu entschlüsseln. Papperlapapp. Sophistischer Unsinn. Außerdem wäre es doch langweilig, wenn man alles weiß und es nichts zu erfahren gibt. Abelmir, hast du Philosophie? Uns von Magiekunde ableiten. Ich habe Magiekunde, Philosophie habe ich nicht. Na, dann darfst du um 10 ableiten. Kunde? Bei Wissen. Ja, mit der Schwernis ist sogar drin. Ja, verborgenes und verbotenes Wissen, das ist jetzt natürlich metaspekulativ. Der Alvaranjar, Rohal bzw. Borberat, gerade das verbotene Wissen ist zu Recht verboten, und wenn er nach diesem forschen sollte, ist das schon leicht schwarzmagisch. Gar ketzerisch. Ich glaube, Gifte sind nicht gut. Dieses Wissen gehört verschlossen und nicht in die Hände von Alchemisten. Nichtsdestotrotz, habt ihr eine Idee, wie wir diese Seeschlangen zähmen oder zumindest kurzfristig betäuben könnten? Ich hatte es so verstanden, dass ihr gerade eben mit Kollegos Bollstedt gesprochen hattet. Was kam denn dabei raus? Nun, er ist der Meinung, er wüsste eine Tinktur, die hilft. Allerdings bin ich mir etwas unsicher, ob er rechtzeitig irgendetwas schafft. Er ist sehr gut darin, Waffenbalsam herzustellen, das auf jeden Fall. Doch er scheint mir ein wenig zerstreut. Von welcher Tinktur sprach er denn? Wie nannte er es? Traumelixier? Traumelixier.
Das nicht Traumwind? Traumwind? Traumwind-Elixier. So, so. Ich habe von dieser Formel gehört, allerdings ist sie mir selbst nicht zugänglich. Sie soll wohl Seele und Körper voneinander spalten. Interessant. Vielleicht sollte ich mich doch etwas mit Bolstedt unterhalten. Würde so etwas überhaupt bei einer solchen Kreatur helfen? Das denke ich schon, warum nicht? Nun, wenn es die Seele teilt, haben sie Schlangen überhaupt Seelen? Wurden sie von Zar gesegnet? Dessen bin ich mir nicht ganz sicher. Ich weiß nur, dass das Traumwind-Elixier bei, nun ja, Menschen, Seele, also Geist und Körper voneinander trennt, sodass sie in den Traumwelten wandeln können. Mir ist die Rezeptur nicht bekannt, allerdings habe ich wohl gehört, dass es in Boran einige Mengen davon geben soll. Die Hexen, die dort für Nedi Majida arbeiten, stellen diese wohl in einiger Menge her. Boran? Sind wir nicht auf dem Weg dorthin? Auf dem verfluchten Marustan? Boran ist noch immer unter Feindkontrolle. Wie gesagt, mir ist die Rezeptur nicht bekannt und ich weiß nicht, welche Zutaten Bolstedt dafür braucht. Vielleicht solltet ihr euch mit ihm unterhalten und ihn unterstützen. Ja, ich denke, es wäre das Beste, wenn ihr Bolstedt ein wenig über die Schulter schaut und vielleicht ihn in die richtige Richtung lenkt. Nicht, dass er abgelenkt wird. Dann tun wir das. Wenn er mich so setzt. Sicher, unter eurer Führung wird er ein gutes Gift für uns herstellen können. Genau, unter meiner Führung. Natürlich solltet es ihr nicht sagen. Natürlich. Ja, dann verbeugt er sich wieder einmal, zieht wieder an seinem Zaubererhut und würde euch dann verlassen. Geht in Richtung der Räume von Bolstedt. Sehr schön. Nun, hoffen wir, dass alles glatt läuft. Und wir eine erfolgreiche Jagd haben. Ich bin mir nicht sicher, ob mir die Vorgehensweise gefällt. Die Seele vom Körper zu trennen, ist ein schwerwiegendes Vergehen. Nun, ich bin sicher, Boron wird uns beistehen, wenn wir zu ihm beten. Immerhin ist es seine Domäne. Kias, du darfst mal Götter und Kulte würfeln. Ja, natürlich. Ja. Dir ist bekannt, dass der Mabo-Zirkel ähnliche Dinge benutzt und dass dann teilweise sogar Boron gefällig sein kann. Ja, natürlich. Nun, wusstet ihr das nicht? Im Boron-Glauben und vor allem im Mabo-Glauben ist das völlig normal. Das ist sogar Boron gefällig. In welchem Boron-Glauben? Eurem oder dem Punina-Zirkel? Im Einzigwahren natürlich. Aber, wie ich bereits sagte, es ist manchmal nötig, wenn man im Traum wandelt, um sein wahres Ich zu entdecken. Es wird sogar sehr angewendet. Ich bin immer noch nicht überzeugt, aber es dient einem höheren Zweck. Nun, ich versuche nicht, euch zu bekehren. Mögt ihr glauben, woran ihr wollt, doch, wie ich bereits sagte, Boran wird es uns sicher nicht anklagen, wenn wir etwas Boran Gefälliges tun. Vielleicht können wir sogar die Seele dieses Wesens retten, wenn es eine besitzt. Aber dafür müsst ihr euch mit einem Boran-Priester unterhalten, einem Boran-Geweihten unterhalten. Tja, wir haben leider keinen hier. Vielleicht sollten wir uns mit dem Geweihten unterhalten. Wie ist er gleich noch? Fürchte nichts? Fürchte Praios? Nun, ich denke nicht, dass er irgendetwas versteht von dem wahren Boron-Glauben, doch... Er versteht etwas von Seelen.
Ich mache nur ein gequältes Lächeln. Vielleicht solltet ihr mit dem ersten Mart reden. Er ist, wie ich es verstanden habe, ein akolutes Boron. Ich bin mir sicher, Ugdan wird mehr darüber wissen als ich. Nun gut, bei Zeiten. Vielleicht sollten wir jetzt uns eine Mütze Schlaf gönnen. Tut das. Ich denke, ich werde noch einmal den Kapitän aufsuchen. Wir sehen uns. Und ich würde dann in Richtung meinem Schlafgemach gehen. Ja. In den 16 Stunden könnt ihr auch alle zweimal regenerieren, wenn ihr möchtet. Würde ich zulassen, sind wie gesagt plus 1 Betten, damit ihr dann wieder voll sein könntet, wenn ihr das denn wollt. Dann geben wir weiter an Jalan und Kiaras. Ah, Garino, da seid ihr ja. Also, wie geht es nun mit diesem Schlafgift, Halbgift, wie auch immer ihr es nennt? Unser Alchemist ist davon überzeugt, dass er eine Lösung hat. Traumwind-Elixier nennt er es. Und nur um sicher zu gehen, habe ich auch Jasper gefragt, ob er vielleicht eine Idee hat. Und was hat Jasper gesagt? Er findet die Idee, die unser Alchemist hat, interessant. Und ich habe ihn darauf angesetzt, dass die beiden zusammenarbeiten und eventuell für uns ein besseres Ergebnis herausholen. Und hat er gesagt, ob wir dafür irgendwelche Zutaten brauchen, ob wir irgendwo hinfahren müssen? Ob wir an Maraskan landen müssten? Ich habe ihn gefragt, ob er Zutaten benötigt, doch er hat nichts erwähnt. Und nun, zur Not werde ich natürlich noch einmal ihn aufsuchen, sobald er seine Planung fertig hat. Vielleicht hat er dann eine Liste. Wie lange wird er dafür brauchen? Er behauptete eine Woche, aber ich meine für seine Planung. Einen Tag gegeben. Gut. Den Tag kriegt er, währenddessen werden wir hier liegen und die Arche wird sowieso ein wenig Unwasser aufnehmen müssen. Hoffen wir, dass es noch reicht. Ja, es ist schon seltsam, sich über ein solches Geschöpf Sorgen machen zu müssen. Nun, wir wollen, dass es funktioniert, müssen wir das wohl. Ja, manchmal sind Borons Wege wirklich seltsam. Machen wir mehr Sorgen um Piranianer. Wir müssen vielleicht versuchen, diesen Yasafa zu finden. Nun, wenn wir die Zeit dafür haben, ja. Aber ja, ich fürchte fast, jemanden zu finden, dessen Namen wir nur haben, wird schwierig sein. Entweder er präsentiert sich uns selbst, oder wir haben keine Wahl, als andere Wege einzugehen. Möglich, möglich. Jedenfalls erwarte ich innerhalb von einem Tag zu wissen, wo wir nun Kurs hinaufnehmen müssen. Ei. Wir müssen uns auch noch einmal unterhalten über einen gewissen Hasswolf. Was ist mit dem? Seine Respektlosigkeit ist nicht mehr tragbar. Herr Storwaller, was wollt ihr tun? Nun, mit dem müsst ihr euch schon schlagen, damit er euch respektiert. Ich weiß nicht, wie es hier im Norden ist, doch nun, Respektlosigkeit gegenüber dem Adel wird in meiner Heimat für gewöhnlich nicht geduldet. Nun, er ist geweiht, was soll ich tun? Ich kann ihm schlecht einfach eine runterhauen. Was kann man bei Blutschluck machen, ja, aber wer ist Blutschluck? Nun, dennoch wäre er wahrscheinlich in meiner Heimat längst hingerichtet worden. Eure Heimat richtet man alle Torwaller längst hin, dachte ich. Nicht alle, nein. Nur die Bravaka. Die man vielleicht erwischt. Aber, naja, diplomatische Verhältnisse. Dennoch sollte er weiterhin so respektlos sein gegenüber der Führung dieses Schiffes, kann es sehr schnell dazu führen, dass er eine Rebellion, einen Aufstand hier anzettelt, ob freiwillig oder nicht. Seine bloße Anwesenheit könnte große Probleme mit sich bringen. Das darf nicht passieren. Behaltet das im Auge. Natürlich. Und ich werde versuchen, meine Gefühle zu zügeln in seiner Gegenwart. Auch wenn es schwerfällt.
Brecht mir einfach keinen Zweikampf vom Zaun. Das brauchen wir echt nicht. Nun, ich denke nicht, dass ich mich dazu erniedrigen lassen muss. Doch sagt, ihr seht ein wenig gestresst aus, Kapitän. Ach, diese verfluchte Arche. Wir haben keine Zeit für überhaupt nichts. Wir müssen irgendwie Piranianen herausholen. Aber wenn wir Piranianen rausholen, können wir nicht mehr mit der Arche nach Rudat fahren. Und wir wissen nicht, ob Rudat eine Falle ist. Und vielleicht sitzen wir dann in eben jener und können Piranianen nicht mehr aus der Arche holen, bevor es zu spät ist. Von den Seeschlangen reden wir gar nicht erst. Definitiv. Nun, ihr müsst euch, auch wenn es vielleicht nicht gut klingt, ein wenig entspannen. Wir können momentan nichts machen als warten. Ich denke, die beste Methode wäre dafür, nun, wenn ihr ein wenig schwitzt. Wie wäre es mit einem Kampf? Ja, warum eigentlich nicht? Wenn Myria nicht mehr da ist, habe ich auch da ein wenig nachgelassen. Ich denke, ein wenig Training könnte uns beiden gut tun. Nun gut, machen wir das am besten am Oberdeck, damit die Söldner ein wenig zusehen können, wie man richtig kämpft. Sehr gut. Gut, ich glaube nicht, dass wir das jetzt auswürfeln müssen. Nee, macht glaube ich wenig Sinn. Könnte einfach ein bisschen gegenseitig trainieren, werde dann sowieso irgendwie, weiß ich nicht, Holzwaffen oder sowas nehmen, damit der Ausdauer Schaden macht. Ja, wir versuchen also, ich würde tatsächlich scharf kämpfen, aber ich bin auch gepanzert wie sonst nicht. Also. Ja, ihr könnt halt kämpfen, meinetwegen zieht euch 10 Lebenspunkte, aber dann ist gut. Okay, die weiteren Dinge in den 16 Stunden? Ahmad, noch irgendwas? Ich meine, das waren schon die 16 Stunden. Ja, in diesen 16 Stunden habt ihr jetzt diese Unterhaltung geführt. Dann liegt ihr, nachdem Ahmad euch dorthin dirigiert hat, vor dem Sturm von Maraskan. Irgendwo südlich von euch müsste sich dann Yargan oder Gipflak befinden. Ihr habt den Sturm aber auch noch nicht durchquert. Und müsstet jetzt eben überlegen, ob ihr nach Kunchom wollt oder ob ihr eine neue Niere euch organisiert. Und da hatte dann ja der eine oder andere gesagt, die würde man sicherlich in der Sargasso-See finden. Die wäre dann auf der Ostküste von Maraskan. Da sind dann die Sargasso-Seen, die Laichplätze der Seeschlangen. Könnte man natürlich auch mit einem Besuch von Moran verbinden, wenn ihr das wolltet, oder ihr lasst es halt bleiben. Überlegung wäre erstmal einen Tag hier zu liegen, Unwasser zu tanken. Das könnt ihr tun. Doshek den Druck nachprüfen zu lassen, damit unser Alchemist sich erstmal seinen Plan machen kann. Wir könnten natürlich auch stattdessen Gipflak überfallen, wenn wir eh hier sind. Dann ein W20 zur Regeneration von Unwasser. Kommt. Beziehungsweise das Gebiet, ja doch, genau. 7 Handlungspunkte mehr. Ich hatte gerade überlegt, ob das sogar 2 W20 oder 3 W20 sind, aber nee, ihr seid nur in Versorgungsstufe 2. Offiziersbesprechung. Offiziersbesprechung. Schon wieder. Jeden Tag. Hilft nichts. Wir haben nichts Besseres zu tun. Gut, meine Herren. Damit es nochmal allen klar ist, Albert von Bollstedt macht sich gerade zusammen mit Jasper im Kopf darum, was er für sein Gift braucht. Und wir werden dann am morgigen Tag erst entscheiden, ob wir nach Kunchom oder nach Voran reisen müssen oder ob wir direkt in die Sargasso-See aufstechen können. Wir haben jetzt also einige Stunden Liegezeit. Wir liegen direkt vor Gipflak. Man könnte darüber nachdenken, dorthin einen Abstecher zu machen und zu schauen, ob man einen Überfall organisieren kann. Um was zu erbeuten? Munition, Geschütze, Nahrung, Gefangene. Haben wir Mangel daran? Wir haben an allem Mangel. Und vielleicht liegen dort Schiffe vor Anker, die Hafax gehören, die man versenken könnte. Oder fressen. Und spätestens können wir einen Hafen befreien. Ebenso wie wir es mit Helmport getan haben. Es birgt ein gewisses Risiko in sich, dass sich diese Nachricht verbreitet. Das soll sie. Ist es unser Ziel, jetzt zu diesem Zeitpunkt Aufmerksamkeit zu erregen? Ich denke, unsere Feinde sind sich darüber bewusst, dass wir im Krieg sind. Ich meine,
Wenn wir zu diesem Zeitpunkt Aufmerksamkeit erregen, fügen wir zu einer kritischen Situation noch eine Variable hinzu, die wir nicht kontrollieren können. Gut, auch richtig. Und Doschek sagt mir, er weiß nicht, wie viel Handlungsspielraum die Arche noch hat. Vertagen wir das also. Vielleicht sollten wir die Geschützmannschaften trainieren lassen, auf Tonnen zu schießen mit diesen Harpunen. Die Sanitätsmannschaften trainieren, eventuell Verletzte schnell aus dem Weg zu räumen. Den Nachschub zu organisieren zu den Aalen. Ist dies schon passiert? Ist in der Vergangenheit. Es ist nicht das erste Gefecht, das wir führen, und Braun trainiert seine Männer selbstverständlich, aber auf diese spezielle Situation können wir uns nochmal vorbereiten. Karinor, kümmert ihr euch darum? Natürlich. Dann werde ich auf dem Oberdeck derweil die Söldner nochmal ein bisschen eindrehen. Ich kümmere mich um die Sanitäter. Wenn ich es dagegen habe, Kapitän. Natürlich. Und am besten um die Alchemisten. Und die Alchemisten, ganz besonders die Alchemisten müssen wir im Auge behalten. Und die Aspar. Und wir sollten nicht außer Augen lassen, dass wir vielleicht kundschaften sollten, wann und wo wir am besten einen Überfall auf die Krone machen können. Auf was? Und auf den Splitter. Splitter, ja. Ich möchte mich ungern ohne eine neue Niere Richtung Rulat bewegen. Nur für den Fall, dass wir eine größere Strecke sprinten müssen, sobald wir dort sind. Was tut die Magistera Kohlrab eigentlich zurzeit? Vielleicht arbeitet sie noch am... Nein. Ich werde gleich mit ihr reden. Vielleicht hat sie auch noch Ansichten zu dieser Seeschlangengeschichte. Vielleicht gibt es auch eine andere Möglichkeit, den Splitter abzufangen. Vielleicht auf dem Weg, wenn wir wissen, wo er herkommt. Ach, nun, wir haben ja nicht unbedingt wenige Verbündete hier. Im Süden. Wir sind aber. Der Splitter ist aber nicht im Süden. Der Splitter ist in Tobrien. Eben, doch momentan ist vielleicht noch Zeit, um Hilfeauskündigungen anzufordern. Vielleicht die Seeadler. Genau. Ich werde mich darum kümmern. Es ist ein Gedanken wert, ja. Gut, dann werden wir den Tag über eine Übung organisieren und morgen wissen wir, wie es weitergeht. Wegtreten. Hi. Ja, mache ich mich direkt auf den Weg zu Kohlrab. Ja, die wirst du finden. Die ist mittlerweile wieder ausgeschlafen und sitzt in dem Studierzimmer, das ihr zur Verfügung gestellt worden ist, gemeinsam mit ihren Schülerinnen vor sich auf dem Tisch das ausgebreitete Yamish Aquam. Und wenn du die Tür aufmachst, kannst du es auch direkt wispern hören in deinem Kopf. Du hast es die meiste Zeit nur eingeschlagen gesehen in das Tuch und hast es auch nur durch das... Nee, gar nicht. Du hast es auch als einziger angefasst. Du kannst auch bespüren, wie deine Hand nicht nur kribbelt, sondern sticht, wenn du dann ja das Schwert dort ausgebreitet siehst. Ja, was kann ich für euch tun, Kapitän? Ich sehe, seid ihr wieder ausgeruht. Was genau tut ihr da mit diesem Schwert? Es analysieren, den wahren Namen herausfinden. Das war euer Auftrag. Ja, ich wusste noch nicht, ob ihr immer noch mit eurer Hellsicht beschäftigt seid oder... Ja, lasst gut sein. Versteht ihr denn etwas davon? Hellsicht? Nein, kein bisschen. Okay. Das heißt, ihr stört mich einfach nur und kostbare Zeit, die hier mit diesem Gespräch verschwendet wird, ja? Ich bin hier, um euch eine Frage zu stellen. Dann stellt die Frage. Wir gehen auf Seeschlangenjagd. Habt ihr irgendwelche Gedanken dazu beizutragen, wenn man sie fängt, wie man sie ruhig stellt? Ich wünsche euch viel Erfolg. Nichts Produktives also. Gut, weitermachen. In Festum gibt es nicht allzu viele Seeschlangen. Nun, Jasper scheint sich ein wenig mehr Gedanken gehabt zu haben als ihr. Dann solltet ihr euch vielleicht Gedanken darum machen, warum Jasper sich mit solcher Art Wesen auskennt. Das tue ich. Wie gesagt, es gibt keine Seeschlangen in Festum. Nicht einmal Kraken. Nun gut, dann macht weiter. Informiert mich, falls ihr irgendetwas herausfindet.
Du bekommst 1W6 Schadenspunkte. Gott, Hongi? Das sag Ich ich blicke dir mich nicht. direkt um. Ich bin blind, das sage ich auch laut. Ist das Gefühl vergleichbar? Ist es ein Stechen, ähnlich wie bei den Gotongis, ja. Raff. Ja. Ich habe schon wieder so ein Ziehen hinter dem Auge, wie letztens, als ihr diesen fliegenden Gotongi, wie ihr ihn genannt habt, Das vom Stechen Bord kam geholt nicht aus habt. deinem Auge oder hinter deinem Auge, Sondern? aus deiner Hand. Eine Hand. Oh. Gut, dann lasse ich das, weil das kann ich ja in Verbindung setzen. Aber wenn du halt nur sagst, 1W6 Schadenspunkte, weiß ich nicht genau. Gut. Ja, genau. Nein, ich vermute ich nochmal eine Einbildung. Ich lasse euch in Ruhe. Und dann sehe ich zu, dass ich aus dem Raum komme. Gut, ich lasse Faruk anschließend zwei Nachrichten schreiben. Einer an Nemrod, einer an die Seeadler. Die werde ich nachher ausformulieren und mit im Protokoll reinstellen. Ja, grober Inhalt. An Nimrod zum einen über die Sache mit von Vendena, zum anderen über den Strudel, zum dritten über die Dings mit Rulat, dass er da mal auf seiner Seite nachrecherchiert, ob er was weiß. An die Seeadler. Muss ich noch überlegen. Wahrscheinlich nicht direkt, dass er uns aushelfen soll, sondern auch ihn erstmal informieren, ob er dazu vielleicht was weiß. Oder mitmachen will. Also, was möchtest du nicht reinschreiben, dass du auf einer Dämonenarche sitzt? Das wissen beide. Nein, das weiß er nicht. Nein, das weiß Oh, er nicht. das schreibe ich nicht rein. Das werde ich ihm, wenn überhaupt, persönlich sagen. Du meinst, wenn er die Adler, die Gezeitenspinne zerbombt hat, meinst du? Nein, wenn wir ihn irgendwo in einem Hafen treffen und ich ihm das in Ruhe erklären kann. Okay. Also wie gesagt, da ist wichtig, was du in die Seeadler reinschreibst. Du kannst natürlich ganz grob sagen, in 20 Tagen wird der Splitter von A nach B transportiert. Da, wie gesagt, Inhalt. Wie gesagt, ich schreibe dir das ins Forum spätestens morgen. Gut, wie geht's weiter? Alchemisten aufsuchen. Am Abend dann, ja. Ja, die können euch berichten, dass sie eine Woche Zeit brauchen, damit sie genug Traumwindelixier zur Verfügung stellen können. Aber Und mit? Jasper gibt, wie gesagt, auch einmal die Info an dich weiter. Die hast du von den anderen ja nicht bekommen, dass es in einem Hafen ganz in der Nähe wohl seines Wissens größere Mengen davon gibt. Bei Boran, sagt er. In Boran. In Boran. Ich habe nicht allzu gute Erfahrungen mit den Hexen von Nedimajida gemacht. Sie fliegen in Hartholzharnischen, habe ich gehört, aber. Nun ja, sie kennen wohl das Rezept und stellen es in größeren Mengen her, die dann auch in Borat gelagert werden für die Kriegsführung von Helm Harfax. Allerdings war Kapitän Rodgar nicht allzu gut zu sprechen auf die Hexerin von Lycosa. Nun, das letzte Mal, als ich in Boran war, hing mein Steckbrief anschließend in jeder Straßenecke. Hängt er vermutlich immer noch.